Kylie Jenner, sie spricht über ihre Wochenbettdepression. Kylie Jenner, 25, ist bereits Mutter von zwei Kindern, Stormy Webster ist mittlerweile 5 Jahre alt und der kleine Ehre Webster feierte gerade seinen ersten Geburtstag. Doch so schön das Mama-Dasein für die Stiefschwester von Kim Kardashian, 42, auch ist. So schwer waren die Anfänge, nach beiden Entbindungen litt Kylie unter einer Wochenbettdepression. Offen und ehrlich spricht sie in einem Interview mit der italienischen Vanity Fair über den schwierigen Start in das Leben als Mama. Viele Frauen bewegt das Thema, das leider immer noch stigmatisiert wird. Umso wichtiger, dass auch ein gefeierter Star, der sich alles auf der Welt leisten kann, offen kommuniziert, ja, ich hatte es auch. Ihr seid nicht alleine. Und das tut Kylie. Sie teilt ihre schmerzvollen Erfahrungen mit der Welt. Ich habe es erlebt. Zweimal. Das erste Mal war sehr schwierig, das zweite Mal war leichter zu bewältigen. Man darf nicht vergessen, dass eine Entbindung für eine Frau nicht nur körperlich belastend ist, sondern auch mental eine große Herausforderung sein kann. In dem Interview wandte sich Jenner auch an Mütter, die das Gleiche durchmachen müssen, ich würde den Frauen raten, nicht zu viel nachzudenken und alle Emotionen in diesem Moment voll auszuleben. Bleibt in diesem Moment, auch wenn er schmerzhaft ist, so die Zweifachmama. Kylie Jenner sprach in dem Interview nicht zum ersten Mal über ihre Wochenbettdepressionen. 2022 enthüllte der Keeping Up with the Kardashians Star bereits auf Instagram. Nach der Geburt von Söhnchen Ehre an einer Wochenbettdepression zu leiden. Ich habe mich selbst unter Druck gesetzt und mir immer wieder gesagt, ich habe einen ganzen Menschen gemacht. Einen wunderschönen, gesunden Jungen und wir müssen aufhören, uns unter Druck zu setzen. Zurück zu sein, nicht einmal körperlich, sondern nur geistig nach der Geburt, sagte sie damals. Eine wichtige Botschaft, die vor allem ihre weiblichen Fans hören müssen, die selbst gerade Mutter geworden sind oder sich ein Kind wünschen. Denn man sollte einfach wissen, dass die Zeit nach der Entbindung wunderschön sein kann. Aber eben auch mental sehr belastend. Wenn es herausfordernd ist, so ist doch zumindest das Wissen, damit nicht alleine zu sein, unglaublich hilfreich. Postpartale Depression sollte kein Tabuthema sein und Stars wie Kylie Jenner helfen mit ihrer Ehrlichkeit darüber dabei, gegen diese Stigmatisierung anzukämpfen. Verwendete Quellen, Vanity Fair, Page6.com, Instagram.com. Arnasta curacheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, text-ui plin de dude. Tu meretate printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paradisă.